So, hier auf dem Karlsplatz versammeln wir uns und der Alfredo will gleich was sagen. Liebe Versammlungsteilnehmer, ich bitte euch auch schon während des Sammelns auf den Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. Maskenpflicht ist ja keine beim Aufzug. Vielen Dank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. So, heute ist Mittwoch, der 8. September 2021. Ja, genau. Und wo sind wir hier? In Stuttgart, wo der Kühlplatz bei einer Demo, bei unseren Aufzügen, jetzt im Sommer, Spätsommer. Tolle Atmosphäre, wir erreichen viele Leute hier, laufen Tausende herum, die Polizei auch ganz kooperativ. Ja, tolle Sache, super. Wir mit den Schildern, die wir hier haben, kommt wirklich die Message direkt bei den Leuten an. Wir brauchen keine großartigen Reden hier zu schwingen, sondern hier steht alles auf den Schildern drauf. Hier und da entstehen auch kleine Gespräche mit den Leuten, nette Gespräche. Also ich finde es eine gelungene Aktion, machen wir auf jeden Fall wieder. Und wie geht es jetzt weiter von hier zurück zum Karlsplatz? Nein, direkt hier nicht. Wir laufen noch ein Stück da hinten durch die Gassen. Hier Tübinger Straße, Silberburgstraße, Marienstraße, Sophienstraße. Ja, wir müssen ja noch ein bisschen noch mehr Aufmerksamkeit anziehen. Und dann ab hier, dann laufen wir hier wieder zurück, Eberhardstraße und dann vor. Genau, und am Ende des Tages werden wir wieder ein paar tausend Leute mit unserer Message reinschreiben. Darauf kommt dann Schritt für Schritt, kommen wir ein bisschen weiter. Das ist sehr gut. Vor allen Dingen, ich muss sagen, es sind einige Leute hier, die ich kenne, die sich uns angeschlossen haben aus früheren Demos. Die sind hier, ne? Und ja, es werden immer mehr. Am Ende werden wir es schaffen. Vielen Dank an Alfredo für deinen Einsatz, unermüdlichen Einsatz, die vielen Monate. Viele Monate, ja. Danke. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele. Und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren, wir halten durch und bleiben hier. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und
Nimm kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen. Wir sind friedlich und bunt. Deutschland sei.